Die grüne Justizministerin Alma Sadic wird heute im sogenannten Ibiza-U-Ausschuss befragt. Diese und weitere Nachrichten des Tages jetzt in unserem News-Update. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet heute in seine letzte reguläre Woche. Einzige Auskunftsperson wird am ersten Tag Justizministerin Alma Sadic sein. Sie soll unter anderem zu Streitigkeiten unter Ermittlern in der Ibiza-Affäre befragt werden. Morgen wird Bundeskanzler Sebastian Kurz ein weiteres Mal befragt. Ganz Schluss ist dann nicht. Am 15. Juli ist noch einmal ein Ersatztag geplant. Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Portugal könnten dazu führen, dass Österreich das Land als Virusvariantengebiet einstuft. In Deutschland ist das bereits der Fall, obwohl die epidemiologischen Kennzahlen in Portugal für sich genommen aktuell nicht besorgniserregend seien, könne ein steigender Trend beobachtet werden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Die Entwicklung in Portugal bleibe daher unter genauer Beobachtung. Die beiden Verdächtigen im Fall der getöteten 13-Jährigen in Wien-Donaustadt haben in Einvernahmen bisher nicht zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen. Laut Polizei schweigt einer der Männer bisher, während der andere bestreitet, etwas mit der Tötung des Mädchens zu tun zu haben. Die Verdächtigen sollen dem Mädchen Drogen verabreicht, sie missbraucht und getötet haben. Nach einer 2:0-Niederlage gegen England ist Deutschland bei der Fußball-EM ausgeschieden. Es ist Englands erster Sieg in einem K.O.-Spiel eines großen Turniers gegen den Rivalen Deutschland seit 55 Jahren. Das gestrige Spiel war auch das letzte Spiel für den deutschen Bundestrainer Joachim Löw, der nach 15 Jahren den Hut nimmt. Die Suche nach dem künftigen ORF-Generaldirektor oder der künftigen ORF-Generaldirektorin hat offiziell gestartet. Die Bewerbungsfrist endet mit 28. Juli. Am 10. August soll es ein Hearing geben. Im Anschluss wählt der Stiftungsrat den nächsten ORF-Chef oder die nächste ORF-Chefin. Der amtierende Generaldirektor Alexander Wrawetz ist bisher der Einzige, der eine Kandidatur angekündigt hat.